liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir waren hier gerade in der Tankstelle. Wir haben sie auch, müssen sie auch in unserem Buch drin haben. Genau, Tankstelle. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter. Da hinten steht schon direkt ein Auto. Auto. Überlangsieren hier mal. Oh, hey, hier ist aber richtig viel. Also hier stehen schon mal echt viele Autos rum. Eieiei. Ey, wir haben doch Schwierigkeit normal gewählt, ne? Also hier ist ja richtig viel. Also ans Verdursten tun wir wirklich erstmal gar nicht. So, das war's aber auch schon hier. Dann wieder raus. Können wir hier vorne den Motorhaube können wir aufmachen. Batterie können wir nicht mitnehmen, oder? Nö. Dann machen wir wieder zu. Kofferraum. Ein Schal, sehr cool. Und sonst nichts. Jetzt ist die Sache, wo gehe ich denn eigentlich mal lang? Ich check mal gerade, was man hier oben findet. Blub, blub, blub. Ein kleines Häuschen, da ist der See. Ja, echt cool. Also, da hinten ist noch eine Hütte. Also, ich glaube, hier können wir erstmal längere Zeit bleiben. Ey, ganz ehrlich, mir wird diese kleine Hütte hier schon reichen. Voll cool. Was hier alles ist, gell? Voll cool. Richtig viel zu entdecken. Hinten ist ein toter Hirsch. Oh, welche Hütte nehmen wir uns denn jetzt mal? Ich glaube, hier vorne am See, oder? Ich finde die voll gemütlich. Ah, es sei denn, da ist ein Ofen drin. Müssen wir jetzt natürlich gucken. Das wäre natürlich ganz cool. Ganz fresh. Haus an der Küste. Ja, das finde ich richtig cool. Da ist ein Schrank. Oh, wie urig. Wie cool. Ja. Geil. Was hier alles drin ist. Aber so unaufgeräumt, ne? Ein Toaster. Wieso soll man den denn auseinandernehmen? Ja, geil. Das ist Kräutertee. Ja, geil. Ich glaube, oh, was hier alles ist. Oh, wie geil, 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 geil. machen wir die Duschtür zu, oder? Kann man nicht machen. Schmerzmittel. Handtuch. Da ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja, weißt du was? Ich durchsuche jetzt einfach das Haus und dann nehme ich mir das hier als Gebäude. Mir gefällt das. Ich finde das schön. Und dann richte ich mich mal hier ein. Das Regal können wir, glaube ich, auch benutzen bestimmt, oder? Ne, das können wir auseinandernehmen. Ducken. Bücken. Ducken. Sardinen-Müsli-Riegel. Ja, geil. Nö. Ein Kühlschrank. Geil, was hier alles drin ist. Aber ich kann den nutzen, um was reinzulegen, siehst du? Sehr gut. Da kann ich nichts nehmen, oder was? Dann würde ich aber gerne mal auseinandernehmen, weil der steht mir im Weg. Ach so, und dann liegt er hier so rum, oder was? Wie schwebt das jetzt hier rum, oder was? Ich mache mir hier mal ein bisschen Platz, weil ich hier in der Küche dann ein bisschen Platz haben will. Oh. Es ist natürlich ganz dunkel. Jetzt sehe ich richtig viel. Aber. Was war denn das? War das ihr Magen? Aber wir haben doch eine Lampe. Da haben wir sie doch. Tragen. Anzünden. Oh, wie cool. Ja, geil. So, hier kamen wir rein. Ach, was schöne Bilder. Aber alles in diesem bunten Ton hier, ne? Vorhang. Kleiderschrank, können wir da was rausholen? Oh, da ist gar nichts drin. Okay. Da haben wir noch Stacy's Limo. Das Regal können wir... können wir auch mal auseinandernehmen, komm.
So. Haben wir mal ein bisschen Platz hier in der Bude. Keine Ahnung, ich hab's irgendwie gern, wenn ich hier weiß. Mein Bauch fühlt sich für ein großes Loch an. Ja, ist ja gut, wir essen was. Was essen wir denn mal? Ich würde mal sagen, als erstes hier mal von der Schokolade irgendwie. Ist zwar nur Süßzeug, aber die haut uns, glaube ich, am meisten Kalorien rein. Ja, ist doch wenigstens mal etwas. Komm, die essen wir auch noch. Und dann trinken wir hier mal was. Und trinken noch mal was. Gut. Geht's uns jetzt besser? Ja, perfekt. Da unten habe ich schon noch was gesehen. Guck mal da, Hundefutter. Nein, ich will Hundefutter. Klar, kannst du das nehmen. Das nehmen wir auch mal auseinander. Ich will jetzt einfach mal so viel Holz wie möglich machen. Was denn jetzt? Was? Ja, wir haben doch Lampenöl. Können wir doch benutzen. Oh, kann ich ihn jetzt platzieren? Kann ich da, kann auch bestimmt... Ich sehe nichts. Sturmlaterne nehmen. Brennstoff 0,0. Kann ich da nachfüllen? Oder wie kann ich das da nachfüllen? Nehmen. Och, Kines. Aktionen. Auffüllen. Ah. Ja. Auffüllen. So. Wo ist jetzt meine Lampe? Tragen. Jawoll, geht doch. Und draußen stürmt's wieder. Das ist schon mal ein Grund, nicht rauszugehen. So, sehr gut. Jetzt haben wir hier vorne auch schon mal Platz in der Bude. Oder haben wir sogar noch was vergessen? Oder liegt da sogar noch Stoff rum? Nein, nicht Löchchen. Hier schweben immer noch die Teile, die vorher auf dem Tisch lagen. Hier können wir auch mal gerade checken. Im Ofen ist nichts. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Nicht Löchchen. Gipfelbrause. Sehr gut. Da ist auch nichts. Was ist hier? Der Schrank ist kaputt. Und da ist wenigstens Kondensmüll drin. Ah, da oben haben wir auch noch Regale. Schränkchen. Ich übersehe, glaube ich, voll viel. Aber ich finde es richtig geil, dass wir hier so viele Häuser sind. Wenn wir jetzt allein hier schon so viel finden. Ich glaube, diesmal haben wir echt... Und hier drin sind wir wenigstens vor den Wolves sicher. Vor den Wolves outside. Vor den Wolves outside. Nochmal auf Deutsch für den Wölfen natürlich. Außerhalb Kräutertee. Spitzenpfirsiche hier. Sehr cool. So, hier haben wir soweit, glaube ich, alles jetzt. So, hier unten sind wir auch durch. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hoch. Ach, hier oben ist ja nicht mehr viel. Lala, hallo. Aber hier ist kein Ofen drin, scheiße. Wir können hier noch nicht bleiben. Der Fernseher ist auch kaputt. Aber voll gemütlich, ganz ehrlich. Wenn das, wenn jetzt hier nicht dieses... Guck mal, wenn du hier hockst und dann hier zocken kannst. Voll cool. Oh, das ist wohl seine Familie. Der arme Kerl. Weißt du, was ich jetzt mache? Damit wir ein bisschen unsere Lampe schonen. Damit wir nicht so verschwenderisch sind. Ich gehe einfach ins Bett. Etwa 6 Stunden Dunkelheit. Und schlaf einfach mal 7 Stunden. Dann haben wir wenigstens auch mal gespeichert. Dann vergesse ich das auch nicht mehr das nächste Mal. Und dann können wir wenigstens bei Tagesanbruch und bei Licht suchen. Siehst du? Dann können wir nämlich die Lampe nicht... Hallo, ich will sie doch aufnehmen. Meine Zunge fühlt sich an wie ein Schleifbier. Ja, ist ja gut. Flüssigkeitsmangel. So, jetzt müssen wir ordentlich was trinken. Wir haben aber noch keine Wasserreinigungstabletten, also das Klowasser wäre jetzt gar nicht so clever, das zu trinken. So, einmal.
Ja, siehst du, jetzt, wir sind jetzt gerade eine Nacht hier gewesen und schon ist nämlich unser, fast unser ganzer, ganzer Vorrat weg. Aber ich glaube, wir können hier nicht bleiben, wir haben hier keinen Ofen. Ich muss Ausschau halten nach einem Ofen, also nach einem richtigen Feuerofen, wo wir benutzen können. Wenigstens haben wir dann schon mal das Haus am See durch. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Kennt ihr alle, oder? Peter Fox, das Haus am See. Das Haus am See. So, hier ist nothing mehr. Nothing, nothing, nothing. Und dann haben wir alles durch hier, ne? Gut. Boah, mein Bein wird voll warm, weil mein PC einfach von der Lüftung, da schweben noch die Dosen. Da haben wir auch alles gut. Dann würde ich sagen, Haus am See, wir verlassen dich wieder, weil du hast leider keinen Ofen. Das Haus am See. Aber ich bin echt optimistisch, dass wir diesmal länger überleben. Allein aus dem Grund, dass hier richtig viel zu holen ist. Was war denn das, ey? So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zum Nachbar, oder? Wir schon gucken, dass die Wolves nicht da sind. Kann man hier irgendwie Öl nachfüllen oder so? Nee, kann man nicht. Zack, rein da in das nächste Häuslein. Hat das denn jetzt auch bestimmt einen Namen? Haus an der Küste. Alles klar. Oh, cool. Tomatensuppe kalt. Geht ja schon mal gut los. Der Ofen immer leer. Also gekocht haben die hier nicht groß noch, als wir gegangen sind. Da ist noch eine Gipfelbrause. Der Rucksack wird langsam schwer. Ja, sorry. Den Toaster können wir nur auseinandernehmen, aber was bringt uns das? Ah, Mist. Ich weiß nicht, ob ich das Haus ganz durchsuchen kann, weil mein Rucksack ist, glaube ich, wirklich bald voll. Leer. Cool, was zu essen. Nix. Gut. Da oben waren wir noch nicht. Ich glaube, von den Aufbauten, ich habe da keinen Schornstein gesehen. Also ich befürchte, dass hier drin auch kein Ofen steht. Ich glaube, wir müssen nach einem großen Haus Ausschau halten, der auch einen Leuchtturm hat, der auch einen Schornstein hat. Wir könnten höchstens drüben an der Tankstelle, wenn wir was kochen wollten, schon mal hin, weil da ist eine Feuerstelle. Ach, wie geil. Ein Silberlachsrohr. Cool. Was haben wir hier noch? Regal, da ist mal nichts zu nehmen, ne? Da kamen wir her. Blub, 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 blub. Das. Alles. Neset. Da ist auch leer. Und ich sehe eine Feuerstelle. Geil. Wir können hier bleiben. Haus verlassen? Nee, wollen wir nicht. Ja, weißt du was? Wir bleiben dann auch hier. Da ist ein großes Bett. Da liegt auch ein Fleece-Pullover. Ja, sehr cool. Und wie es in der nächsten Folge weitergeht, hier in unseren Häusern, seht ihr dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Flosen. Tschüss.